Andreas hat sich schon eingeloggt. Andreas, was sehen wir denn jetzt hier? Also ich sehe hier viele Charts, wie du sagen würdest. Komische Kurven. Das sind tatsächlich die Schnittmuster der neuen Gucci-Kollektion 2020. Nein, das sind verschiedenartige Märkte, die ich in Charts quasi optisch mir darstellen lasse, um zu sehen, wo passiert denn etwas. Und dann hat man hier zum Beispiel den DAX. Hier hat wo? Man... Das ist der DAX, ne? Genau, das ist der DAX. Aha, ja, genau, zeig das ist drauf. Der Dow Jones. Mhm. Kann vielleicht auch jemand am Indexstand schon vermuten, 11.700, kann nur der DAX sein. Wenn das der Dow Jones wäre, hätte er sich mehr als halbiert. Der Dow Jones bei 26.180. Rechts Gold, sehr volatil heute. Daneben Euro, US-Dollar, passiert weniger. Und das ist dann nochmal der DAX, der rund um die Uhr taxiert wird, weil, wie ich vorhin schon erwähnte, der Xetra-Handel, das elektronische Handelssystem, von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet hat und der DAX natürlich über die Futures, über die Termingeschäfte auch noch uns etwas länger durch den Handelstag begleitet. Mhm. Ja, jetzt schaue ich mir quasi die Indizes an und wenn ich den DAX mir einmal groß mache, wir haben hier nur ein... Wir haben hier ein langsames Internet, ne? Ein langsames Internet, genau. Dann sieht man im Tagesverlauf, ich gehe jetzt auf einen 5-Minuten-Chart, das heißt jede Kerze, jeder bunte Strich quasi, jede Candle symbolisiert die Kursveränderung von 5 Minuten. Der DAX ist also quasi heute am 22. hier im Minus gestartet im Vergleich zu gestern Abend. Hier war der Schlusskurs, hier ist der erste Kurs und danach ist der stark angestiegen. Ich wurde an der Schwelle eingestoppt, wie ich das bei Instagram und Facebook heute zeigt, und bin hier oben ausgestiegen, hatte ich vorhin schon erwähnt. Danach ging der DAX wieder fast bis zum Ursprung zurück, hat ein wenig Luft geholt, hat danach noch einmal ein neues Tageshoch markiert und ist jetzt sogar auf ein neues Tagestief gefallen. Das heißt, derjenige Anleger, der heute zum ersten Kurs um 9 gekauft hätte, also hier, also wenn man hier gekauft hätte heute Morgen zum ersten Kurs, würde man jetzt im Minus sein mit seinem DAX-ETF beispielsweise. Mhm. Als Daytrader kann man aber im Idealfall vielleicht hier eine Bewegung mitgenommen haben, vielleicht hier, vielleicht hier, vielleicht hier, vielleicht auch die letzte Abwärtsbewegung und hat bei selben Indexstand wie heute Morgen um 9 schon einige Punkte aus dem Markt für sich verbucht. Mhm. Im Idealfall. Natürlich kann man auch immer hier auf Fallende spekuliert haben, hier auf Steigende und immer daneben gegriffen. Ja. Auch das gibt es natürlich. Hier muss man auf sein eigenes Risikomanagement letzten Endes achten und wissen, wann Schluss ist. Aber das ist ein sehr gutes Paradebeispiel, weil wir genau auf dem Eröffnungskurs notieren und Langfrist- oder Swing-Trader in den letzten Wochen vermutlich weniger Geld verdienen konnten, aber Day-Trader bei der hohen Volatilität einfach mehr Chancen hatten. Mhm. Das heißt, nee, hier bist du nicht eingestiegen. Du hattest vorhin gesagt, irgendwas genau, da, ich bin hier eingestiegen. Ich kann auch das Bild mir mal kurz aufrufen. Ich muss schauen, wo ich das... Machst du immer, dokumentierst du das? Du hast vorhin ganz kurz angedeutet, du hättest irgendwie ein Trading-Tagebuch. Natürlich, ja. Also einerseits tue ich es, das war meine Tagesvorbereitung. Wenn wir unter diese 718 im DAX fallen, dann würde ich short gehen, habe ich geschrieben, weil das die Unterstützung der letzten Tage darstellt. Und hier am aktuellen Kurs waren wir übrigens, wer nicht auf Charttechnik steht, der wird sie vielleicht lieben. Durch solche Beiträge im Tief waren wir auf 717. Das heißt, der DAX hat genau hier angehalten. Mhm. Und hier war die Barriere aus dem Vortagesbereich und das Xetra-Level war bei 91. Und bei 91 bin ich eingestiegen heute Morgen und auch den Screenshot kann ich gerne zeigen. Das müsste der hier sein. Genau, das Stopplevel hatte ich hier gesetzt. Hier bin ich eingestiegen in der grünen Kerze, ungefähr in der Mitte. Und hier oben bin ich ausgestiegen, weil das das Level war von letzter Woche, der Hochpunkt. Ah, ja. Und hier ist auch die Order zu sehen, also das Buy-Limit mit entsprechender Uhrzeit im Deutschland Cash DE30 ist die Bezeichnung zu 11.790 und ausgestiegen 11.839,4. Und das hast du aber, das hast du dir vorher überlegt, genau? Genau. Und hast das auch so programmiert oder hast du dann auf den Knopf gedrückt, als es so war? Ich habe in dem Fall auf den Knopf gedrückt, ja. Ich saß davor und war selber überrascht, dass es so einen starken und schnellen Anstieg gab, bin aber trotzdem meinem Plan treu geblieben und habe nicht irgendwie darauf spekuliert, dass es nochmal 100 Punkte mehr gibt. Ja, also muss schon disziplinierter genau, sein. Nicht die Gier aufkommen lassen. Ja, genau. Richtig. Ah,
Genau. Und das ist ein Teil meines Trading-Tagebuchs. Ich lege mir dann die Orders entsprechend ab und die Screenshots, um sie einerseits natürlich auf den sozialen Kanälen zu teilen oder für Vorträge zu verwenden oder für Coachings und zum anderen natürlich, um auch mich selber immer wieder zu challengen, ob ich nach meinem System gehandelt habe. Und das kommt dann in eine große Mappe. Virtuell. Früher habe ich die Trading-Tagebücher mit der Hand geschrieben und heute gibt es natürlich Tools wie Evernote zum Beispiel, wo man solche Dinge quasi virtuell ablegen kann und immer wieder darauf zugreift. Wirst du besser mit deinem System? Hast du, also siehst du, ich meine, nach einigen Jahren sieht man natürlich, dass man besser wird, aber hast du, ich meine, du machst es ja schon so lange. Stagniert dann die Erfahrungswelt oder hast du das Gefühl, dass wirklich die meisten Trades jetzt positiv ausgehen oder greifst, oder ich weiß, greifst Nee, daneben kann man vielleicht nicht sagen, aber. ich hab das Gefühl, dass man disziplinierter wird, also dass man diese groben Fehler in der Trading-Strategie, also dass man sich nicht an die Stops hält, dass man vielleicht, wenn man im Minus ist, überdreht und denkt, ach, ich mache noch ein oder zwei Trades, um den Tag zu retten, Richtig. dass diese Fehlentscheidungen werden weniger. Das ist es. Also es ist nicht so, dass man eine höhere Trefferquote hat über die Jahre, die bleibt relativ konstant. Weil das System sich nicht groß ändert. Also wenn es ein Ausbruch ist, dann ist es ein Ausbruch. Also der war vor 10 Jahren genauso optisch wie jetzt und vielleicht in 10 Jahren wird er auch so sein. Aber man selber wird einfach disziplinierter und vermeidet diese Fehler. Und wenn man die größten Fehler einfach vermeidet, dann hat man eine viel, viel bessere Performance. Also das ist wie wenn man bei einer Langfristanlage, hatte ich mal einen Bericht gelesen, die 5 schlechtesten Tage des Jahres einfach aussparen würde, ja, dann hätte man im Jahr 2% mehr Performance mit dem ETF ohne Hebel. Das letztlich sind wir auch wieder unser größter Feind. Ja, Klar, beim genau. Daytraden glaube ich noch viel, viel mehr als bei der Richtig. anderen Geldanlage, aber da greifen ja auch genau diese Sachen mit Gier und Verlustaversion und dass Ja. wir versuchen, Verluste auch noch auszugleichen und dann reiten wir uns noch weiter hinein. Genau. Ne? Bei Daytraden geht es letztlich ja immer darum, aus diesen Kursschwankungen für sich was Positives rauszuziehen. Genau. Da kann ich ja das Beispiel zeigen, was ich in meiner Wochenanalyse, die ich immer sonntags veröffentliche, gezeigt habe, das Chartbild, das war dieses. Hier sind wir quasi aus einer Seitwärtsbewegung, die immerhin von 11.550 bis 11.839, 38, deswegen bin ich hier oben ausgestiegen, ging über nahezu 2 Wochen, also vom 3. August oder 5. August ging die Woche los bis letztes Wochenende. Und jetzt sind wir nur einmal nach unten ausgebrochen letzte Woche, aber auch wieder zu dieser Range. Das ist einfach das Fachwort dafür, zurückgekehrt. Und ich war der Meinung, dass wenn wir wieder in diese Range hineingehen, also wenn wir über Also in diese, den Korridor hier, in den ne? Korridor, ja, nennen wir es Korridor, dass der DAX dann komplett wieder durch den Korridor durchläuft. Weil der hat das so oft gemacht, ja, er liebt diese Range, habe ich es etwas spitz formuliert. Und wenn ich den Chart jetzt update, ja, hier war der Punkt, hier haben wir eröffnet Anfang der Woche. Ist ja etwas rumgeeiert, auf Deutsch gesagt, und knapp an die Oberkante. Und heute waren wir an der Oberkante. Und jetzt, wie man sieht, ist er ja schon wieder 100 Punkte nach unten. Also das heißt, er bleibt immer noch in der Range. Und das Interessante an der Range ist, für Daytrader, man kann sich daran orientieren, wenn er einmal in die Range reinläuft, ist die Wahrscheinlichkeit ganz gut gegeben, dass er auch durchläuft. Und das Schöne daran ist, dass all die Investoren und langfristiger engagierten So wie Gelder, ich, ja, oder oder? kurzfristiger als du, aber langfristiger als ich, irgendwas Okay. dazwischen, die warten einfach darauf, dass etwas Größeres an Bewegung passiert. So, das heißt, wenn der Markt jetzt über diese 11.850 ausbrechen würde, ja, also über die Range nach oben schießt, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass es nicht nur 20 Punkte nach oben geht, sondern gleich 100, 200, weil auf der einen Seite diejenigen, die auf die Range spekulieren, ihre Stops dort liegen haben und die werden ausgestoppt. Das heißt, ein Bär, einer, der short ist, der auf fallende Kurse spekuliert, hat irgendwo seine Stops und wenn die getriggert werden am Markt, wird es eine Kauforder. Das heißt, da kommt Volumen in den Markt und diejenigen, die darauf spekulieren, dass es ausbricht, sind ja auch Käufer und da kommen ganz viele Käufer zusammen. Eine Tür ist geöffnet, die Disco macht auf und alle rennen rein. Ja, und deswegen gibt es dann oftmals so starke Bewegungen. Hier auf der Unterseite hat man gesehen, erst wurde dem Braten nicht getraut, als wir nach unten raus sind und dann kam auch eine dicke Bewegung von 250 Punkten, die den Markt nach unten getrieben hat. Und der Markt hat hier nur gestoppt und dann kommen wieder die politischen Börsen ins Spiel, weil eben
Donald Trump und sein chinesischer Freund ihr Handelsabkommen wohl vielleicht doch hinkriegen. Fragezeichen. Also da kommt ja fast jeden Tag eine Meldung. Und dann geht es wieder, die Optimisten kommt dann wieder. Richtig, ja. Aber letzten Endes als Daytrader muss man sich ja an etwas orientieren und innerhalb eines Handelstages ändert sich nun mal nicht die Bilanz bei BMW, Daimler und so weiter. Also man muss sich auf die Preislevels fixieren und das ist nun mal als Abbildung im Chart vorhanden und deswegen ist das Chartbild die Grundlage für die Entscheidungen im Daytrading. Ist das hier so deine Bibel? Oder so der Korridor? Oder? Seit dem 5. August, ja. Ja, okay. Ja, kann morgen vorbei sein. Ich weiß es nicht. Das heißt aber, wenn du sagst, also hier, wenn diese Stops da erreicht werden oder diese bestimmten Punktzahlen, dann wird was anderes ausgelöst. Genau. Weil ja andere auch investiert sind. Richtig. Banken oder auch Trader, aber genau, die auch wirklich große Volumina bewegen. Algos vor allem. Also die Algorithmen, also die automatisierten Handelssysteme. New York ist insgesamt der Umsatz an der Börse über 80% von automatisierten Handelssystem getrieben. Und die, man kann sie natürlich nicht alle verstehen, aber sie sind ja von Menschen gemacht. Und Menschen handeln nach Mustern. Und es gibt sowas wie den goldenen Schnitt, Da Vinci und. Also Menschen neigen dazu, wenn sie zum Beispiel die runde Zehntausender-Marke... Wir sitzen übrigens hier so. Wir sitzen übrigens hier so, ihr seht uns nicht. Red ruhig weiter, nur damit... Wenn man die runde Zehntausender-Marke oder 11.000 oder 12.000 im DAX sich betrachtet, dann ist das fast schon eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass solche Marken auch angelaufen werden. Das musst du aber alles wissen. Also, ne, das sind dann Erfahrungswerte. Man hat das schon 100 Mal beobachtet bei der 8.000, bei der 9.000, bei der 10.000, 11.000, 12.000 und wieder zurück und wieder hoch. Und dann kann man... Aber du musst auch wissen, wer so im Markt... aktiv ist und wieso, wer, wo. Ja, die Personen, die kennt man natürlich nicht. Nee, aber so im Großen und Ganzen. Man kriegt das am Volumen so ein bisschen mit, ja, wenn es in eine Richtung geht. Und da muss ich wieder das Beispiel von vorhin nennen mit dem, wir sind klein und wendig als Daytrader und die großen Hedgefonds, die Tanker, sind schwerfällig. Das heißt, wenn so ein Hedgefonds oder auch mehrere Banken sagen, Tesla gefällt uns nicht mehr, die Zukunftsperspektive stimmt nicht. Oder allgemein, ein anderes Beispiel als Tesla, alle hacken auf Tesla rum. Apple ist nur noch von dem iPhone-Verkäufen her der viertgrößte Mobilfunkverkäufer oder Mobilfunkgeräteverkäufer. Ja. So, ja. Ist aber das wertvollste Unternehmen oder das zweit- oder drittwertvollste Unternehmen der Welt, 1 Billion US-Dollar. Und wenn jetzt die ganzen Analysten die Kursziele senken aufgrund dessen, dann könnte die Apple-Aktie natürlich auch in die andere Richtung schlagen. Und natürlich, wenn dann alle großen Fonds sagen, wir verkaufen unsere Apple-Aktien, dann geht das nicht mit einem Knopfdruck, sondern nach und nach. Und wenn dann die Apple-Aktie anfängt zu fallen, ja, und die ersten gehen raus, dann sieht man das. Und wenn dann immer mehr dazu kommen und die Algorithmen dann auch ihre Stops nachziehen und so weiter, dann entsteht ein Abwärtstrend. Und den erkennt man dann. Den erkennst du hier sofort. Ja, man muss es nicht als Erster erkennen. Also ich sage immer gerne als Beispiel, wenn der DAX 100 Punkte zurücklegt, muss ich nicht der Erste sein, der einsteigt und der Letzte, der aussteigt. Also das schafft man auch in der Regel nicht. Aber wenn ich mir nur so ein Stück rausschneide in der Mitte, 30 Punkte, ja, und die mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit erwirtschaftet für mich, dann reicht das. Dann reicht dir das. Genau. Ja. Spannend, spannend. Okay, wir gucken nochmal. Hast du noch was Interessantes für uns hier mit deinen Charts? Ich meine hier. Wenn ich anfangen jetzt wollte zu handeln, wo gehe ich denn da hin? Ich meine, die Charts sind ja schön und gut, aber gibt es da eine Plattform, die du uns zeigen kannst? Wie machst du das? Du hast mir gerade erzählt, du machst das auf eine ganz spezielle Art, die aber dann auch schon mehr professionelle Trader machen. Das ist jetzt nichts. Es gibt auch ganz einfache Plattformen, wie zum Beispiel Guidance. Guidance. Das ist quasi von godmodetrader.de eine Plattform, die im Internet angeboten wird, die HTML5 basiert ist. Das heißt, auf dieser Plattform kann man letzten Endes anderen Experten über die Schulter schauen. Man kann selbst in den Charts malen, mal nach Zahlen, mal nach Linien, kann seine Linien einfügen. Das Internet ist, wie gesagt, sehr, sehr langsam. Aber das sind eben solche Plattformen, die man kostenfrei erstmal nutzen kann, um sich mit der Charttechnik vertraut zu machen, um quasi erste Erfahrung damit zu sammeln. Und später wird man früher oder später auch zu einem Broker gehen. Und die Broker heutzutage, die sich auf Trader spezialisiert haben, die haben alle eine eigene Plattform, eine Handelsplattform. Und dann kann man genau das sehen, was ich vorhin gezeigt habe, dass man mehrere Charts anordnen kann. Tja, das Internet will hier gar nicht mehr. Ist Guidance, ich meine, du bist mit Guidance nicht verbandelt? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht finanziell? Nein. Ist das eine Plattform, die du empfehlen würdest,
die irgendwie greifbar ist. Also ich meine, wir können jetzt leider irgendwie nicht die da reingucken, weil es so lange dauert. Jetzt. Es kommt was. Die also gut das darstellt, dass man auch reinkommt so ein bisschen. Ja, ich denke, man sieht da viele Meinungen und Analysen und kann sich seinen Desktop vor allem selbst designen. Mhm. Also man kann sagen, ich möchte alle Informationen zum Aktienmarkt, ich möchte die Wirtschaftsmeldungen bekommen, die tagsüber anstehen und so weiter und so fort. Und so sieht das dann quasi aus. Man kann dann Guidance starten. Ich riskiere es einfach mal. Und kann quasi einen Chart darstellen, mehrere, hat die verschiedenen Preisfenster, hat dann die Tops, Flops im DAX. Mhm. Also da gibt es ja bei den 30 Aktien immer welche, die besonders gut gelaufen sind oder weniger gut. Das Ganze kann man sich auf dem Handy auch anschauen und so weiter. Mhm. Also man hat da eine Menge Zeitersparnis, kann das einfach bedienen und kann neuerdings sogar mit manchen Brokern sich verknüpfen zu seinem Guidance-Desktop und kann dann über diese Oberfläche handeln. Man braucht dann nicht mehr seinen Broker, seine Broker-Seite oder seine Broker-App, sondern kann da quasi bei diesen Brokern Commerzbank, DZ, BNP und so weiter. Du machst das ja tatsächlich aus, um ein Einkommen zu bekommen. Wenn ich so einen, ich sag mal, normalen Job habe und ich möchte jetzt auch Daytraden machen, was ist so eine Zeitspanne, wo du sagen würdest, ja, also pro Tag oder pro Woche, nee, sagen wir mal pro Tag, 2 Stunden, 3 Stunden oder 1 Stunde? Realistisch geschätzt, realistisch angesehen. Ich glaube, diejenigen, wollen wir wieder drin? Okay, so, jetzt sind wir wieder drauf, hier, so nochmal. Okay, also, nochmal Frage, wenn ich tatsächlich mir überlege, hey, ich fand das jetzt ganz interessant, was der Andreas erzählt hat, sieht auch irgendwie spannend aus und mit Charts habe ich sowieso immer schon Spaß dran gehabt, die zu analysieren. Realistische Zeiteinschätzung, 1 Stunde pro Tag, um da reinzukommen, 2 Stunden? Ich glaube, eine. Eine würde schon reichen? Ja, um reinzukommen, natürlich. Also man soll sich auf alle Fälle nicht unter Druck setzen und nicht zu viel erwarten. Gleich, dass man sich den Chart anschaut und sofort das kommende Hoch oder kommende Tief sieht. Mhm. Also das sollte man nicht erwarten. Das ist dann, um den Bogen zur anfänglichen Diskussion wieder zu spannen, zum Sport wie im Fitnessstudio. Also da kann man auch nicht am Anfang erwarten, dass man sofort 3 Kilo Muskelmasse zulegt und den Marathon laufen kann. Okay. Braucht alles Zeit. Und fange ich mit 1.000 Euro einfach mal an? Oder ist das zu viel? Ich würde mit 500 anfangen. 500? Ja. Okay. Und die müssen aber auch tatsächlich verlierbar sein. Also die darf man nicht brauchen. Und ich glaube, die müssen auch verloren werden. Das klingt jetzt hart, aber André Costolani hat mal gesagt, ein Spekulant ist nur ein Spekulant, wenn er mindestens 3-mal pleite gegangen ist. Oh. Hat das nicht auf sein Trading-Konto bezogen, sondern auf das Gesamtvermögen. Das möchten wir natürlich nicht. Ja. Aber es ist so ein bisschen wie mit kleinen Kindern, kann man es ganz gut erklären. Wenn man einem kleineren Kind sagt, die Heizung oder der Herd ist heiß, nach dem 5. Mal fasst es dann doch mal hin und dann merkt es unter Tränen, es ist wirklich heiß und dann merkt man es sich. Und man muss vielleicht die 500 Euro auch verlieren, einmal, zweimal, um zu merken, es ist nicht so einfach und das Risiko gehört runtergeschraubt. Also es ist ja keine Schande, wenn man am Tag 10 Euro Gewinn macht. Überhaupt nicht. Also man muss dann ja nicht sagen, oh Gott, ich habe 2 Stunden für gebraucht, 10 Euro, das ist unter Mindestlohn, sondern es geht ja darum, seine Skills zu erweitern, etwas zu lernen. Und letzten Endes ist das andere ja hochskalierbar. Also wenn ich wirklich schaffe, jeden Tag 10 Punkte aus dem Markt rauszuholen im DAX, und das schaffe ich an 20 Handelstagen, dann sind das 200 Punkte im Monat. Ich handle mit einem CFD, sind das 200 Euro. Das mag keine große Summe sein, aber wenn ich dann sage, ich bin mir nach ein paar Monaten relativ sicher, es so zu beherrschen, emotional frei, das umzusetzen, das Setup, dann hänge ich eine Null dran. Dann werden aus 200 2.000 und vielleicht hänge ich nicht nur eine Null dran, sondern nochmal mal 2 und dann habe ich ein durchschnittliches Monatseinkommen eines Angestellten. Aber das Vorsicht, das dauert. Das dauert, ja. Genau. Das dauert. Wie im Durchschnitt übers Jahr gerechnet, was verdienst du oder was kannst du mit Daytrading im Schnitt pro Tag erwirtschaften? Also ich habe natürlich meine Tagesziele an Punkten und an Kapital und ich möchte mehr verdienen, als ich als Angestellter bekommen würde. Ich habe BWL studiert und habe mich auch sonst weitergebildet und da ich Daytrader bin, spricht das einfach auch dafür, dass ich das schaffe.
Okay. Sonst wäre ich Angestellter. Nenn uns eine Zahl. 200, 300, 400 im Schnitt sollten? Pro Tag? Pro ja, Tag? Ja, mindestens, weil man muss ja auch die negativen Tage mit einrechnen. Also man kann ja nicht sagen, ich erwarte am Tag 400 Euro mal 20 Handelstage sind 8000, sondern man hat ja auch mal einen Tag mit minus 400 Euro oder mehr und die muss man rausrechnen. Das heißt, das blockt ja mindestens einen Tag weg, das kann man sich in Excel ausrechnen. Das heißt, man braucht immer ein Stück weit mehr. Das Interessante daran ist, um da vielleicht noch so ein Zuckerlied zu streuen für Daytrader, die Steuer. Ja. Als Angestellter ist ja fast die Hälfte weg. Richtig. Am Ende. Als Daytrader nicht. Du musst, naja, du musst Kapitalertragssteuer zahlen. Ja, 25%. Ne? 25%, genau. Das ist ja weniger häufig als weniger Einkommenssteuer. Ja, das ist richtig. Okay, gut. Ihr könnt es ja mal versuchen. Also ich werde, wenn euch das interessiert, schreibt unten in die Kommentare rein, dass ihr das spannend fandet. Und dann würde ich nämlich mit Andreas nochmal eine Session machen. Und dann würden wir richtig mal live was zusammen traden und das euch vielleicht noch ein bisschen vertiefter zeigen. Ich fand es super spannend. Andreas, danke für die Einblicke. Ich weiß auch, wie das Live-Trading funktioniert. Ich bringe ihr das kurz bei, wie der technische Ablauf ist. Und dann wirst du ich die Knöpfe drücken. Natürlich. Spannend ist es auf jeden Fall, aber es ist auf jeden Fall keine Langfristanlage. Es ist tatsächlich irgendwie sowas wie ein zusätzliches Einkommen. Wie bist du langfristig investiert? Vielleicht noch abschließend, damit ihr seht, Andreas packt hier nicht ständig irgendwie seine Kohle ins Risiko. Dividendenpapiere, in der Tat. Also es gibt Dividendenpapiere, die laufen seit über 20 Jahren stetig. Eine Coca-Cola zähle ich dazu. Mhm. Ich selber trinke keine Coca-Cola, aber weil da zu viel Zucker ist. Ja, ja. Aber ich sehe, wie viele Leute das mögen. Und wenn die das mögen, wieso soll ich da nicht dran teilhaben? Zum Beispiel. Oder Starbucks. Auch ein gutes Investment, ja, finde ich. Also, obwohl die zahlen keine Steuern, da bin ich schon wieder dagegen. Aber gut, jeder hat seine Meinung. Oder die Produkte, die man mag. Also einfach wie Warren Buffett, er sagt, er fährt einen Ford und trägt eine Levi's Jeans, dann kauft er die Unternehmen. Und ich mag Apple und dann kaufe ich mir halt auch die Apple-Aktie und stehe dahinter und freue mich dann, wenn es Dividende gibt. Und ansonsten habe ich vor der Einführung mit der Abgeltungssteuer natürlich auch in ETFs investiert für meine Altersvorsorge. Und die bleiben auch liegen, bis ich in Rente gehen möchte. Das heißt, du bist hauptsächlich in Aktien investiert, damit in Einzelaktien und in ETFs. Ja. Okay, gut. Gutes Schlusswort, finde ich. Dann macht es euch noch gemütlich. Und ja, wir sehen uns wieder. Ciao, ciao, eure Geldfrau.